Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Nachdem wir beim letzten Mal gegen viel zu starke Gegner gekämpft haben, die zweimal Grandmaster waren und so, sind wir jetzt wieder auf der gleichen Map. Wir sollten diese Map wehtun, Zarok. Ich mag die sowieso nicht. Wir haben ja, glaube ich, jetzt auch einen Veto mehr, weil es hier eine neue Map gibt, die wir noch kein einziges Mal übrigens gespielt haben. Obwohl ich das gerne wünschen würde. Erstmal voll eskalieren, die wir noch kein einziges Mal gespielt haben. Ja, finde ich schade. Ich kann auch den Popschutz abmachen, dann ist es noch beeindruckender. Backofen-Pop. Wir brauchen mehr Mineralien. Der Rottich. Würde ich ein bisschen schade finden, dass mit dem E verwechselt. Dass ich billigere Einheiten bauen kann, die halt dann weniger können. Was? Keine Ahnung, so für 25 eine Drohne mit nur einer Zange oder so. Aha. Würde das System nicht noch deutlich verkomplizieren? Ach, als wäre das jetzt in Ordnung, das System. Ja. So ein Quatsch zu erzählen. Wo fahre ich eigentlich hin? Weiß ich nicht. So, ich fühle mich gar nicht so schlecht, dass wir da gerade verloren haben. Wir in der letzten Folge nochmal über diese genial daneben Uploads auf YouTube gesprochen haben. Ich finde einfach die Typen geil, die sowas machen. Ja? Die wurden jetzt alle gelöscht. Was machen sie als nächstes? Erstmal alle wieder hochladen. Ja, neuer Account, alles gleiche wieder. Nee, ist ja der gleiche Account. Nee, die dürfen ja Copyright Strikes gehabt haben. Wenn du 3 Copyright Strikes hast, ist dein Kanal weg. Und das ist ja nun außer Frage, dass es Copyright-Content ist. Also, du hast deinen Pool nicht gebaut, ne? Ja, ich hatte auch noch nicht genügend Geld dafür. Gut, weil die Drohne stand da so komisch rum. Ich dachte, er hätte dich geblockt. Ja, die wollte den Pool bauen, die musste aber dem Terraner-Typ hier ausweichen. Um den Pool eben bauen zu können. Wo ist eigentlich der Terraner-Typ jetzt hin? Wahrscheinlich in der Netzschicht. Und baut dann eine Proxy-Starport. Eine Proxy-Starport, wer kennt sie nicht? Jetzt schon eine Starport? Eine Starport, genau. Guck mal, ich präge die Begriffe. Oh, der will mich ja auch noch nerven. Reaper, werd doch mal fertig. F-E-D-D-I-C-H. Ja, wow. Bau doch ein Depot dahin, dann baue ich halt daneben das Command Center, als würde mich das aufhalten. Ich bin Terraner, Junge. Hat er bei dir auch gerade. Wollt ihr bei dir auch gerade so ein Bullshit durchziehen? Ja, guck dir meine Natural an. Aber ich kann halt einfach daneben bauen. Achso. Da ist ein Overlord übrigens und hier ist einer, ne? Falls du mal einen brauchst. Also, im Gegenteil, einem abnehmen willst. Er hat das leider gecancelt. Irgendwann demnächst müsste auch meine Queen fertig sein. Fertig? Mit Doppel-D? Ja. Das ist gut. Doppel-D ist ja ein Spezialgebiet. Auf jeden Fall. Ich habe vergessen, Speed anzudrücken. Das ist dein Spezialgebiet. Jetzt kann ich aber speeden. Erweiterung fertig. Ja, aber wer braucht schon Speeden? Ich glaube, einige in Hollywood haben das ganz gerne. Der Gunrell hätte dann Formel 1 auch. Ich glaube, es war gar nicht so schlimm. Kleiner Diss gegen Gunrell. Nein! Nein, wir wollen doch die Echse blocken. Ha! Noob. Geil! Habe ich mich selbst in die Luft gesprengt. Ist mir doch egal. Nein! Ah! Kann man das Soundboard bitte wieder anwerfen? Du baust bitte das. Kurz Makro, das heißt, jetzt werde ich meinen Reaper verlieren, weil das ist immer so, wenn ich kurz Makro. Ist das schön, wenn die Drohne losfährt. Er hat echt den Extraktor durchkommen lassen. Den Extraktor-Trick? Nee, eben nicht. Sonst hätte ich ihn canceln müssen. Aber jetzt ist mein Reaper an den Reinforcements-Dingen tot. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben ihn dazu gebracht. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Rumzufailen und rumfailen ist immer schön. Das ist sonst mein Spezialgebiet. Oder Zarox. Nee. Eigentlich ist es noch mehr Zarox, aber. Ich mache ja eigentlich nur immer gute Entscheidungen. Erweiterung fertig. Das war ein guter Witz. So, in der Mitte der Map stehen ein paar Linge, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Am besten baust du 2 Banding und schickst die direkt hier oben an die Ramp. Einfach abstellen.
Das ist häufig, ne, oben. So, dass er sie nicht sieht direkt. Genau. Und dann am besten noch welche in der Hinterhand haben, die dann nicht vorne stehen. Weil wenn alle direkt in irgendwas explodieren und dann, ne, dann hast du vielleicht ein Problem. Ja, ich kenne das. Das ist eigentlich meine, so. Meine machen wir mal hier Imbaterana-Fähigkeit. Ganz viel Gold. Nee, Imbaterana-Fähigkeit sind immer schön, oder? Doch, schon. Ah, jetzt ja. Warum habe ich die extra nicht hier gebaut? Also ich habe noch nicht so viele Einheiten gebaut. Das ist okay. Ich habe 5 Idle Worker, das ist nicht so okay. Aber einen Spore-Crawler kann man noch machen. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Und Hydra denn sowieso. Was kommt nicht da? Das ist ein Overlord. Ich dachte schon, warum ist der Punkt so langsam? Es war ein Overlord. Ja, kannst ruhig vorher abgeben, WWF. Danke. So, ich habe nur ein Medivac gebaut. Das war so geplant. Das war bewusst. Ich wollte jetzt auch nicht doppelt droppen und habe das zweite Medivac jetzt vergessen. Nein, nein. Also doch. Nein, wie kommst du auf die Idee? Ja, wir haben schon mal Mac bei Lemmy. Mac ist schon mal schön, Zerg. Bau doch mal Swarmhouse. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Swarmhouse? War ja was mit Infestation-Pit. Oder Broodlords, je nachdem, was du willst. Da brauchst du aber auch ein Infestation-Pit. Auf einfach ein Infestation-Pit. Uns fehlen Mineralien. Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Pit de Infestation? Mein Handy klingelt. Ich hab keine Zeit. Mein Handy klingelt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, dann greift den Overlord da an, du. Jetzt im Jamba-Spar-Abo. Gibt's Jamba-Spar-Abo noch? Natürlich, ich bin genauso alt wie du. Nee, du bist viel älter. Ja, 5 Monate oder so. Nee, sind hallo? November, Dezember, Januar, Februar, März. Sind 5 Monate. Karl Lagerfeld ist seit 80 Jahren 60. Ich ist korrekt, 5 Monate. Keine Versorgung mehr. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Nein, das war so nicht geplant. So, ich wollte gerade meinen Hive-Tech bauen. Hive. Weiß ich nicht. Und hab stattdessen auf den Overseer geguckt und den erstmal geworfen. Also der hat auf jeden Fall relativ viele Roaches. Ich habe die Linge mal getötet. Und der andere baut, oh, ich muss mal hier ausladen. Um wenigstens ein paar Einheiten zu retten. Boosten! Alles gut. Alles klar, na gut. Dafür reicht die Energie nicht. Es war relativ wichtig, dass der geboostet hat. Hat aber getan. Nachdem ich ihn deutlich dazu aufgefordert habe. Finde ich gut, dass du den kaputt machst. Ja, ich wollte das gerade bei dir auch schon machen, weil du dich nicht drum kümmern wolltest. Ich mach nochmal den Seas. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, den Rest musst du mit deinen Corruptern, glaube ich, erledigen. Da komme ich nicht mehr dran. Er hat es echt geschafft. Ich eile. So, nehmen wir das andere hier auch noch mit einem Imbaterana-Fähigkeiten-Ding. So. Ich habe mal wieder meine Upgrades ein bisschen verschlafen. Und damit meine ich ganz viel verschlafen. Ich hab 1-0, nee, 1-1 und 2-2 auf dem Weg. Dass du dir die Gold nimmst und nicht die, die easy ist, die hier oben. Ja, Eier. Vor allen Dingen hast du meine damit geklaut. Wo soll ich denn jetzt expandieren, Cyborg? Ja, musst du halt mal gucken. Weil das Schlimme ist, dass hier schon wieder Mac ist. Das ist doch scheiße. Das stimmt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Fertig. Forschung abgeschlossen. Ach so, alles auf einmal wird fertig. Finde ich gut. Hier, lotest den am besten direkt zu deiner Goldbase, Cyborg. Das ist schlau. Das war so nicht geplant.
Die Basis unserer Verbündeten steht. Ja, das war jetzt eine Überraschung, dass das passiert. Wo hast du noch nicht gecreept? Hier oben. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Also es wäre jetzt eigentlich ganz gut, wenn wir gerade nicht angegriffen werden würden. Nur so kurz als Information. Weil ich möglicherweise gerade den Tech-Switch vorbereite. Da kommen die Aliens. Ich hoffe, du kümmerst dich um die. Oh, okay. Jetzt kommt, die Mitte kommt übrigens auch. Du brauchst Einheiten. Ich komme auch gleich, aber ich muss kurz ein bisschen warten. Kümmer dich bitte um die Aliens, ne? Wegen dem Greater Spire. Wenn du den verlierst, wäre ärgerlich. Ja, ist kannst aber du bitte mal siegen, Tanky? Nicht so viel da. Was die angreifen könnte im Moment. Wo sind denn hier die? Wir haben kein Gas mehr. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Dafür brauchen wir mehr Gas. Ich nehme an, du hast kein Gas übrig, ne? Brauchst du Minerals? Nee, eigentlich nicht. Ich brauch Drohnen. Uns fehlt Energie. Ja, dann bau die mal eben. Wir haben den Pusher jetzt erstmal zurückgedrängt. Das wird zwar nicht lange dauern. Ich brauche auf alle Fälle nochmal so ein Speier. Deshalb kannst du jetzt mal da als Erfahrung draus ziehen, Sarok. Am besten brauchst du ihn nicht nebeneinander, so wie du es jetzt schon wieder getan hast. So wenig Gas, ne? Was war das denn? Dafür fehlt uns Mesklingas. Ich pumpe jetzt einfach mal Marines, weil ich mir was anderes gerade nicht leisten kann. Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Aber da bringt es halt dann auch nicht ständig zu Mühlen, ne? Weil da hat man nur noch mehr Mineralien. Aber es gibt ja so ein tolles Gebäude, was man als Terraner bauen kann. Das macht überhaupt nichts, wenn man da 18 Stück von hat. Das nennt sich Command Center. Ich dachte Depot. Nee, ich bin ja schon bei Max Supply. Irgendwas ist da. Ja, ich weiß. Die Hellbats. Hellbats gebaut. Da kannst du ja mal hingehen mit deinen Einheiten, die auf dem Boden sind. Mit allen? Ja. Okay, ich laufe. Okay, wir sollten mal, ja, lass mal in Ruhe. Ist okay. Du könntest auch mal ein paar Vipern bauen übrigens. Am besten fangen wir den jetzt hier gleich mal ab in der Mitte. Oder er hat Infester gebaut. Ach, du hast gar nichts außer, du hast nicht mehr Blutlords. Du solltest mal ein paar Roaches oder sowas bauen, ne? Natürlich habe ich Blutlords. Ja, drei. Nee, fünf. Erweiterung fertig. Das ist ungefähr so viel, wie ich an Battlecruisern habe. Aber ich bin gemaxed, immerhin. Kann mir vieles vorwerfen, aber ich bin immerhin auch gemaxed. Okay, er sieht mich aber hier auch komplett. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Ich bin sowas von dabei. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr. Hast du jetzt ein paar Blutlords gebaut? Und Vipern bitte, ne? Ja. Dann bau jetzt Brutlords. Achso, die sind immer noch nicht fertig. Mein Gott, wie lange dauert das denn? Der Spire ist noch nicht durch. Wir müssen langsam gegenpressuren. Wer hat die Flotte gerufen? So, jetzt fliegen wir ein paar Bases hier durch unsere Base. Muss man auch mal erlauben, ne? Ja, jetzt so ein paar Brutlords, ne? Wurde mir gesagt, dass das in Ordnung ist. Aber wir sind am Versorgungslimit. So, ich bin jetzt mal wieder am Versorgungslimit. Also eigentlich bin ich das schon die ganze Zeit, aber... Ja, ich bin quasi am Versorgungslimit. So, wir müssen jetzt eigentlich mal los. Ich hätte auch mal einen Raven bauen sollen, ne? Und nun? Sie kommen, Zarok, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Wo bist du denn? Und deshalb sollst du übrigens nicht immer da stehen, wo du random immer rumstehst. Mach mir deinen Vipern was. Genau. Nochmal.
Ich werf die Dinger, wie ich kann. Ja, ist gut. Wir dominieren gerade den Fight. Aus Gründen. Ja, weil ich meine Bombs geworfen habe. Ja, aber auf dem Boden war auch ganz schön viel. Dafür, dass meine Marines irgendwie alle noch leben, gefühlt. Also aber meine Vipers machen gut Schaden. Meine Vipers sind vor allen Dingen, und vor allen Dingen tanken die. Ja, saug wieder. Die sind jetzt tot. Achso, dann bau neue. Ist doch okay. Aber ich habe das Gefühl, ich habe viel gemacht mit dem, weil ich hatte... Ja, vor allen Dingen tanken Brutlords halt so unglaublich viel durch die... Ja, diese kleinen Mini-Dinge. Genau. So, wir müssen ja auch die andere Base eben rausnehmen, unten die. So, währenddessen werde ich mal was... Out of Gas! Ja, bin ich auch die ganze Zeit. Vielleicht, weil du gasintensive Einheiten baust. Ach, Quatsch. Irgendwo ist mein Battlecruiser, ich höre den doch. Also ja, ist wahrscheinlich meiner. Ich sollte mal einen Raven bauen. Ich habe kein Gas für Raven. Bist du noch gemaxed? Nee, aber ich wollte ja gerade nachbauen. Baut er denn ein schönes Tore und so Scheiße? Ja, das ist gut gegen das, was du hast. Aber nicht in der Anzahl, die du hast. Unsere Kommandozentrale wurde ja, Bootlords weiter nach vorne schicken, ne? Die Bootlords können auch da drauf. Nur die Hydras sind irgendwie nicht so ganz so geil da. Und es wäre jetzt eigentlich auch noch ganz gut, wenn wir nochmal eine Viper mit Parasitic Bomb hätten. Ja, wir haben eine Viper, aber mit nicht Parasitic Bomb. Dafür brauchen wir mehr Gas. Hast du noch Hydras? Nicht mehr. Ja, fünf. Ja, aber die Vipern sind, die Vipern, die Corruptor sind schon mal tot, das ist schon mal viel wert. Ich finde das auch gut, dass ich Medivacs habe, die können dann halt deine, deine Dingens. Ich schick mal meine Vipern zurück zum Nuckeln. Habe ich noch überhaupt noch irgendwo? Ach, das ist meine Armee. Ja, deine Armee ist doch gut. Oder nicht? Sieht der Gegner offensichtlich aus so. So, passt doch. Ich weiß nicht, was meine Parasitic Bomb genau gemacht hat, aber... Viel. Schon viel. Wenn du dir mal den Terraner anguckst, wie der gedroppt ist. Aber der hat halt auch viele Tanks, was jetzt in diesem Fight gegen Brutlords und Battlecruiser nicht ganz so das Geilste war. Und du hast gar nichts verloren. Aber am Anfang hast du relativ viel verloren. Ja! Guck dir aber mal den Vergleich an. Ich bin ja auch nur ein bisschen, aber deutlich mehr als du noch. Aber wenn das mal mit dem hellblauen vergleichst... Gut, der hatte halt die ganzen Vikings, die Parasitic Bomb gefressen haben. Ja, und Tanks auf dem Boden, die gar nichts gemacht haben. Außer, also, die haben halt gegen meine Marines gekämpft, aber die waren ja nicht mehr gesieged. Naja, ich würde sagen, an dieser Stelle... Mach ich nachher. Das ist für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich stelle beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts durch die Folge klicken. Unten rechts der Ausblick von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.